Hallihallo. Hier sind wir wieder. Ehrlich? Die zwei Wochen schon wieder im Rennen, ne? Ja. Ich schaffe ja. Die Zeit rennt. Wir hoffen, wir nerven euch nicht schon. Ja. Das ist unser größtes Anliegen eigentlich, ne? Weil gibt's Grund zu lachen. Da lacht der. Ey, ist himmelernst. Also, Entschuldigung. Leute, klasse, dass ihr wieder reinschaut. Themen gibt es natürlich wie Sand am Meer. Ne? Das Problem ist bloß, es in der kürzester Zeit zu schaffen. Und für euch ist es langweilig zu gestalten. Ne? Also heute sitzen wir im Prinzip vor einer schönen Wanne im Tropicus. Die Location ist die gleiche. 80er Thema fällt mir ein. Drehen wir irgendwann mal woanders. Ne? Wo? Wo wir schöne Referenzbecken haben, was wir gebaut haben. Ah. Das werden wir abladen. Ne? Ja. Gut, aber bis wir die Referenzbecken im Laden durch haben, nächste Sendung darf gehen. Weil Showtile in Tropico ist extrem geil, Leute. Ne? Also muss man sagen. Ne? Gut. Eine Wanne, die uns sehr am Herzen liegt. Die auch mittlerweile. Mittlerweile, ja. Weil die Geschichte zu der Geschichte hier, zu dem Schaubecken, ist eine ganz verrückte. Ich bin ja so ein bisschen im Laden der kreative Mensch und baue und mache und die anderen müssen es dann pflegen. Ne? Ich bin ehrlich, Asche auf mein Haupt. Ne? Also Katastrophe. Aber mit der Wanne hat es was besonders öffnet, weil das ist ein ureigenes Thema von mir mal gewesen, was ich viele, viele Jahre mit mir hergeschleppt habe. Eine reine Biotopbepflanzung. Eine reine Biotopbepflanzung zu machen. Eine reine Biotopbepflanzung und Problem, am Anfang sieht das Becken scheiße aus. Scheiße aus. Ich wollte gerade ein anderes Wort wählen, ne? Aber du hast recht, am Anfang sah es scheiße aus, Leute. Die Anubien, kennt jeder, sind grüne Gummibäume. Wir haben viele Boschbecken eingepflanzt, ne? Weil die zu Schlieten nicht so rangehen können, patschen sich praktisch Rost dran, ohne dass Blätter abfallen, harter Charakter. Und der Witz an der Sache ist, dass das Becken ungefähr wie lange gebraucht hat, um zu wachsen? Ein Jahr, hä? Also ein Jahr mindestens. Ja. Ja, wir haben praktisch angefangen, müsst ihr euch vorstellen, mit kleinen Teppen. Aus der Anlage ganz normal. Anubias, Barteri, Nana. Also klein wachsendes Sperrblatt. Dann Anubia Coffeefolia, um mal ein bisschen lateinisch zu bleiben, also langes Sperrblatt, egal, also alle Sperrblätter. Und wir haben es kombiniert mit einer, auch ungewöhnlich für unseren Laden, künstlichen Wurzel. Was jetzt eigentlich so liegt, kann man das verraten? Kann man verraten. Kann man verraten. Ja. Werde sicherlich sagen, ja, hätte ich gesehen, ja, scheiße ist natürlich, dass die, was ist das gerade? Das ist echt, die echte steht da daneben. Genau. Also Selbstverrat. Selbstbetrug. Gut. Also künstlich echt, echtes Murkin und das eine Wurzel aus dem Dekorationsbereich. Schon leicht veralt. Die ganze Kiste unten bepflanzt, folgendermaßen, auch ganz einfach. Was haben wir da genommen aus dem Baumarkt? Kann man es verraten? Kann man machen. Wie nennt sich dieser Fachbegriff? Also irgendwie Abfall, Fallrohrschutzgitter, schwarzes. Gibt es als Meterwurf im Obi, steht dort wie eine Halbschale da, schwarz, schön geriffelt, perfekt für uns. Dann nimmst du so eine Schere, schneidest du deine kleinen Pets zurecht, hätten wir eigentlich mal vorbereiten können heute, ne? Ja, gut, Erklärung muss reichen. Kleine Pets und dann nimmt man die Pflanzen, macht sie schön sauber, Topf ab, Wolle ab, Rhizome abwaschen, typische Prozessor, bindet es auf. Was haben wir gemacht? Mit kleinen Kabelbindern. Scheiße, wir brauchen nicht alles. Ne? Kleine schwarze Kabelbinder, das ist es. Wo? Sieht keiner mehr. Spitzenscheibe. Ne? Man kann natürlich auch nehmen den normalen, kennt keinen Mensch mehr, Zwirn von der Oma. Also Sternzwirn. Sternzwirn. Ja. Weil Sternzwirn hat natürlich die Eigenschaften, nie wie ein Kabelbinder, der 1000 Jahre nicht kaputt geht, sondern Sternzwirn löst sich dann langsam auf, wenn die Pflanze festgewurzelt ist. Okay. Haben wir aber nicht gemacht. Man sieht aber trotzdem nicht mehr. Lange Rede, kurzer Sinn. Alles schön mit diesem Abfallrohr zugeschnitten, Anubien draufgebunden, die großen Sachen auf die Wurzeln gebunden, mit Kabelbindern schön versteckt und dann einfach in die Kiste massiv. Sieht man es auf der Kamera? Natürlich, worüber wir schon in der ersten Sendung gesprochen haben, CO2. Gut, hat funktioniert. Also Nährstoff, Pflanzen, Licht und CO2. Und wenn CO2 da ist, wächst selbst eine Anubia. Ein bisschen schneller. Weil sonst kommt sie nicht aus dem Knick. Wenn du kein CO2 machst, ist die Alge
schneller als die Anubia. Ganz wichtig zu wissen. So, dann entsteht nach einer gewissen Zeit, Monate, sage ich mal, so eine Stimmung, die eigentlich ungeschlagen ist, nennt sich Alter Wald. Haben wir sie genannt. Takashi Yamano hat es auch damals gelayoutet oder gescaped oder gestaltet, scheißegal. Und bis jetzt im hinteren Drittel von der Filterung ein ganz normaler Hamburger Plattenfilter. Ein sehr schönes Prinzip, weil der schwarze, sieht man das von vorne? Ein bisschen, ne? Weil der schwarze Schwamm, der hier biologisch und mechanisch arbeitet, an eine Edelstahlplatte gekoppelt ist mit zwei Krallen. So kann man es nur erklären. Und dadurch kriegt der gesamte Filter keinen Auftrieb. Genau. Und sitzt schön an der Stelle, wo man hinsetzt. Luftbetrieb. Deshalb blubbert es so. Ganz normaler Luftfilter. Also Mattenfilterprinzip. Wenn es noch keiner kennt, singe ich wieder. Erklären wir nochmal. Merkst du dir noch bitte. In einer der nächsten Sendungen. Ausführlich, weil Hamburger Mattenfilterung, Thema für sich. Super geile Sache. AMF-Filter. Ansonsten brauchen die Pflanzen wenig Licht. Muss ich mal aus meinem Lager aufstellen. Seht ihr vielleicht nicht so richtig. Ne? Wir haben wirklich bloß 2x18 Watt. Ne? T8 Beleuchtung. Wir haben euch ja im Prinzip das Märchen von der LED versucht, so ein bisschen zu erklären. Also wir beweisen ja damit, dass die normale, stinknormale, uralte T8 Beleuchtung nach wie vor ihren Job macht und das eben bestens. Und dadurch, dass nicht viel Licht da ist, sind die Algen natürlich auf dem Rückzug, oder? Rückzug. Waren die Fischbesatz? Sind Lebendgebärende, die gleichzeitig ein klein wenig Algen pickern. Pickern ist gut. Ja, damit sie sich nicht gar zu sehr entwickeln, also praktisch die Algenfortsätze zurückreißen. Man kennt diese zusätzlich füttern mit einer Futtertablette, die zum größten Teil pflanzliche Sachen enthält. Rein zufällig habe ich die natürlich da. Ja. Rein zufällig ist ein Produkt, kann man sagen, gibt es als Hafttablette von verschiedenen Herstellern. Hier also eine JBL, Novo Effect, Novo Effect, ne? Also pflanzliche Basis. Magst du oder so? Magst du? Handleben? Ronny würde es mal demonstrieren. Schöner Effekt für zu Hause. Tablette nehmen, anfeuchten und dann an der Scheibe platzieren. Und dann könnt ihr den ganzen Abend schön gucken und plötzlich, wie die Fische das Tablettchen abklappern. Feine Sache. Nur zu empfehlen. Uns geht wenig Futter verloren, weil natürlich die Schwebestoffe der Tablette sich langsam senken und ganz gezielt in das Maul unserer Zierfische wandern. Ja? Vielleicht noch einen kleinen Satz zu den Algen. Fällt dir dazu was ein? Das wäre vielleicht immer eine Geschichte. Ein paar Blätter haben wir ja, die bitte, ja, um unseren traditionellen Begriff zu verwenden. Das heißt ja der Feudel. Ja. Das ist kein schönes Wort, aber es zieht sich wie roter Faden durch unsere Sendung. Ne? Ein paar Blätter sind angefeudelt. Lässt sich nicht immer vermeiden. Genau. Ist relativ schwer. Auch beim schönsten Scapen. Ja. Ja. Also die Algen machen ja Photosynthese, die Pflanzen. Und dadurch gehört eine Alge logischerweise auch mit zum Becken. Genau. Also keiner soll ein steriles Biotopbecken bauen können, der sagt, ich will keine Algen im Becken haben, der kann normalerweise mit der Aquaristik aufhören. Wir haben auch Kunden im Laden oder Aquarianer im Laden, die daran verzweifeln. Echt penible Menschen, na, die eben genetisch so gebaut sind, na, die, sage ich mal, na, jeder Alge hinterherjagen und alles toll sein muss. Problematisch, oder? Ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Also ein bisschen Feuer gehört eigentlich zu jedem Becken. Es ist wirklich so. Biologisch. Ein biologischer Feuer. Ne? So, also Rest ist algenfrei und ihr seht ja ganz schön an den neuen Plättchen, an den grünen Plättchen wie die Anubien, immer wieder neue Blätter schieben. Auch ganz schön zu sehen. Und wie der Fischbesatz natürlich relativ minimal gewählt ist. Also es sind vielleicht 15 Fische drin und vor allen Dingen ist drin ein Fransenlipper. Das ist vielleicht immer für viele Aquarianer wissenswert. Wer ist der beste Pinselalgenvertilger der Welt? Hä? Ein Fransenlipper. Ein Fransenlipper. Kein Gara, kein Urke der Hornischwels, kein Black Molly. Nein. Kann aber leider nicht jeder in sein Becken geben.
in kleine Becken. Genau. Ja, ne. Größe Würfel. Maße noch ganz kurz 50 und ein schönes Sondermaß. 70er Höhe. Wichtig für euch zu wissen, Leute, wenn ihr euch entscheidet für ein Aquarium, ist der Standort das Wichtigste, danach die richtige Form. Und übertreibt die Form, wenn ihr es könnt. Also geht entweder in die Breite und in die Tiefe und spart an der Höhe. Oder geht in die Höhe und spart an der Tiefe. Macht es dafür lang. Also die Übertreibung der Form, sind wir wieder beim goldenen Schnitt, bei der scheiß Dynamik, bei der Asymmetrie. Diese Becken machen Sinn, diese Becken haben auf die Betrachter und auf euch selber den absolut geilsten Effekt. Ja? Seht ihr selber, wenn ihr einen symmetrischen Würfel stellen wollt, 50x50x50, wäre eigentlich langweilig. Kommen wir im Prinzip zu dem Sondermaß, Ronny, ne? Zum klassischen, also weg vom klassischen Standardmaß. Ja. Ja. Und wir empfehlen euch immer, übertreibt die Maße, wenn ihr es könnt, ihr werdet es nie bereuen. Geile Optik, geiler Look. In welche Richtung auch immer, Höhe, Tiefe, Breite. Ja. Dann insofern freuen wir uns, dass ihr wirklich ein bisschen Zeit genommen habt für dieses wirklich außergewöhnliche Schaubecken, muss ich mal so sagen. Ist nicht das größte, das schönste, aber spielt eine wesentliche Rolle, weil, ich sag's nochmal, die Geduld drin hängt, diese Pflanzen wachsen zu lassen. Und guckt euch nur diese wunderschönen langen Rhizome an, die sind mittlerweile 15 cm nicht beschnitten. Es ist wirklich wie im Dschungel und es ist ein zeitloses Becken, was ihr über Jahre erfolgreich pflegen könnt. Also viel Spaß, probiert es zu Hause aus. Vielen Dank. Tschüssi. Ja, lieber Aquarianer, am Ende in der jeden Sendung haben wir uns vorgenommen, euch noch ein besonderes Schmankerl zu präsentieren. Recht lustig. Es gibt im Markt bei uns also über die ganzen Jahre einige Fischversprecher von unseren Aquarianern. Und das soll nicht böse oder arrogant klingen. Diejenigen, die es formulieren, kriegen es natürlich nicht mit, weil sie manchmal Lateinisch nicht wissen oder den Fischbegriff nicht wissen, es ist also immer ein bisschen humorvoll zu sehen. Und wir haben uns gedacht, am Ende einer jeden Sendung präsentieren wir euch mal drei schöne, lustige Fischversprecher. Wir selber und Marc treffen uns immer mehr als Weihnachtsfeier, lesen sie uns davor und schmunzeln ein bisschen. Ronny hat sich der erste Mal... Hoffen natürlich, dass er mitschmunzelt. Das wäre schön. Und die drei ersten Fischversprecher heute sind mit einer Levelziehung, ja, Spitze. Zum ersten. Ich schreib's mal mit. Wäre dann hier Pflaumenaugen. 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 Das eine ist natürlich der Fischversprecher. Was steckt dann dahinter? Was ist los? Also schreib's euch mal auf, ne? Pflaumen. Ja, so richtig. Augen. Gen. Okay. Pflaumenaugen. Nicht schlecht. Wie ist denn unser zweiter Fischversprecher? Was meinst du? Der wäre Schwert. Fisch. Schwertfisch, das ist Schwert. Das ist Fisch. Einfacher, würde ich sagen, aber hier gehen wir Schwert. Fisch. Okay, und die Nummer 3 haben wir noch im Bunde. Scheibenlutscher. Scheibenlutscher wäre selber. Ja, wir lachen alle hier am Set. Aber das ist cool. Lutscher. Scheibenlutscher ist richtig gut. Echt. Knie dich hin. Ich knie. Scheiben. Lutscher. Lutscher. Ja. So, das sind unsere ersten drei Fischversprecher der ersten Sendung. Urgenau wirklich nie gefaked, sondern sind so gekommen. Also wirklich mal was nie gefaked. Richtig. Also muss man mal dazu sagen. Super. So, und um euch natürlich nie ins Wochenende oder in den Arm zu entlassen, und dass ihr es wisst, kommt jetzt die Übersetzung. Du weißt es vielleicht schon, ne? Schwer. Schwer. Schwerstens. Sehr schwer. Henne, gib alles. Ich hoffe. Pflaumenaugen. Pfauenaugen. Weiter. Und Bosch. Ah. Okay. Gut, so. Kennt jeder von euch? Ein Großzischneder, der im Handel euren Tropicus eigenes Standardsortiment ist. Es gibt drei verschiedene Zupfformen. Pfauenaugen werden recht groß. Wir haben ab 6-7 cm angeboten, werden bis zu 30 cm. 30 cm. Deshalb wahrscheinlich auch die Pflaume. Die Pflaume ist ja dunkel, wir versuchen uns zu überlegen, was steckt dahinter? Pflaume und Pfauenauge. Ja? Egal, wie auch immer sich derjenige dabei gedacht hat, einfach cool. Ja? Schwertfisch. Schwertfisch ist klar. Schwertträger. Schwertträger. Er trägt sein Schwert. Schwertträger. Hier gefällt uns eigentlich die Verbindung zwischen ja, dem Schwertfisch, der eigentlich aus dem Seewasser kommt, also Meer.
Schwertfisch und Schwertträger deshalb wahrscheinlich auch, denken wir, wir überlegen, aber wie kommen die Leute drauf an Laden? Weil ja der Schwertträger das Schwert hinten hat und Schwert ist klar naheliegend. Also Schwertfisch ist cool. Also wir haben Schwertträger. Ja, der letzte ist eigentlich easy, oder? Was macht der Scheibenwischer? Putzen. Putzen. Also haben wir hier einen. Gut, klingt natürlich nicht ähnlich, ne? Aber wir müssen es halt lüften, das Geheimnis, ne? Das ist er. Das ist unser geliebter Antennenwels. Knutschi. Na gut, wir wollen ja alles verraten. Aber Scheibenmutter ist schon mal cool, ne? Weil das ist schon. Aber zudem haben wir auf jeden Fall noch mehr Begriffe parat. Okay, das soll es gewesen sein. Ja, sehr viele. Ja, wir hoffen, es hat euch ein bisschen Freude gemacht und trägt euch ein bisschen an, vielleicht neue Begriffe mal zu erfinden zum Thema Fischversprecher. Bis dahin. Vielleicht hat jemand auch schon mal sowas gehört.